Ladies and gentlemen, welcome back to Let's Play Mountain Blade Warband, Prophecy of Pendor 3.9.4. The car needs us. And of course, we're here to help. Because what else? Oh, crap. At your service. Why are you fleeing? That makes no sense. Oh, crap. Well, I'm not sure that is a good idea. Okay, listen. Listen up. No, 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 no. We want this hill. Exactly this hill. It would be better if we were on the ridge somewhere up there. But I don't think we can take this. Okay, we take this position. This position here is perfect. Okay, maybe, just maybe, I can get the attention of some of the enemy's close combat fighters and lure them away from the main... Oh, look at that. They're just getting slaughtered. Okay, you just come with me. You listen? Beautiful. You just... Where did I get that helmet? Can I get you away from the main force? That's the question. Okay, you there, suckers. Oh, crap. That's a lot of them. You stay with me, and I want you all here in this area. If we can bog them down in this area, where my people can shoot them at their leisure. Oh crap, I'm missing a lot, am I? Let's see what we can do. One thing is sure, the fetus, no, not the fetus vine, the Dashar will never be as strong as they were when all this started. You get 600 for one of those guys. Don't you touch them. They're so mine. Unbelievable. Okay, the main enemy force is somewhere here, which is okay. Oh, that could be bad. Can I get the attention of this guy? That's the question. I can. And I even got some experience. Pretty beautiful. Okay, I need your attention, sirs. Please, if you like. My son just arrived. Say hello, Billy. Hello. My son is learning more and more English every day. Which is beautiful. I'm very, 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 very proud of my son. Okay, we need to keep the enemy forces away from our ranged fighters. Because... What? Since when do they have cavalry? That is bad. They're not supposed to have any cavalry.
Good work. They stopped them just in time. It seems like our allies lost all their forces. So we're just here trying to keep them occupied. Damn it, I missed the guy. So we're just riding in circles trying to keep the enemy off balance. Try to keep them occupied. Have you so ballons? Out of balance, Willi. Wir halten sie beschäftigt. Wir wollen nicht, dass die den Hügel hochkommen. Sie dürfen alles machen, aber sie dürfen nicht den Hügel hochkommen. Wieso? Weil auf dem Hügel unsere Armbrustschützen stehen. Und was machen die? Und die sind toll, solange sie auf dem Hügel stehen. Aber wenn die anderen an sie rankommen, dann funktioniert das nicht mehr. Das heißt, unser Job ist einfach. Wir halten jeden davon ab, dass er diesen Hügel hochkommt. Das heißt, wir reiten hier im Kreis und halten jeden beschäftigt, der das versucht. Aber die meisten versuchen das im Moment. Da sind wieder ein paar, die es versuchen. Das heißt, wir... Wieso Partys versuchen? Na, das Ziel, Willi, ist, dass die auf mich losgehen und nicht auf unsere Leute auf dem Hügel. Das ist die Idee. Wieso willst du, dass alle auf dich losgehen? Weil ich ein Pferd habe und die nicht. Kriegt mich irgendeiner von denen? Nee. Was machen die also die ganze Zeit? Im Kreis laufen. Richtig. Und jeder, der im Kreis läuft, ist beschäftigt. Und jeder, der beschäftigt ist, macht bei uns nichts kaputt. Das heißt, mein einziger Job gerade eben ist, mächtig viel im Kreis zu laufen. Kalavarie? Ja, das sind unsere. Das sind unsere Verbündeten, die jetzt gerade genau das kaputt machen, was wir eigentlich wollen. Wie kaputt machen, was wir eigentlich wollen? Ich kann nicht im Kreis reiten, wenn so viele Pferde unterwegs sind. Das heißt, die helfen uns gerade nicht. Alles, was die machen, ist, dass sie mich daran hindern, meinen Job zu machen. Jedes Mal, siehst du diese grünen Zahlen, also diese grünen Schriften? Wenn die auftauchen, ist gut. Wenn irgendwas anderes auftaucht, was nicht grün ist, ist es nicht gut. Wie meinst du grün? Siehst du hier unten diese Zahlen, diese Buchstaben? Ja. So, grün ist gut. Alles, was nicht grün ist, ist nicht gut. Gelb ist auch noch okay. Grün, grün, grün. Viel. So, siehst du da oben auf dem Hügel? Alles, was so einen Kreis oben über dem Kopf hat, ist auf unserer Seite. Alles, was keinen Kreis über dem Kopf hat, ist nicht auf unserer Seite. Gut. Oh, die sind den Hügel hochgekommen. Sind die gerade den Hügel hoch? Ja, wir sind gerade den Hügel hoch, deren Hügel. Das ist okay. Wir versuchen hier ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Reiß sie ein und mach welche platt. Unsere Aufgabe ist nicht, jemanden platt zu machen, Willi. Unsere Aufgabe ist, Leute beschäftigt halten. Unsere Aufgabe ist, Leute daran hindern, unseren Hügel hochzukommen. Genau, das ist unser Job. Ja, und wenn einer versucht, den Hügel hochzukommen? Dann lenken wir ihn ab. Wir lenken ihn nicht ab, wir machen ihn platt. Willi. Der Papa kann dich nicht zugucken lassen. Das ist nur ein Spiel. So, sieht aber so aus, als hätten wir gewonnen und keine Verluste. Allerdings haben wir auch fast nichts verdient. Was eigenartig ist. Was gibst du jetzt? Gibst du jetzt alles zurück? Nein, das ist das Zeug, das wir behalten dürfen. Schauen wir mal, ob irgendwas dabei ist, was wir brauchen können. Grundsätzlich, Willi, suchen wir Leute, die Armbrüste haben oder Bögen. Der da ist gut. Ja, hat eine Armbrust. Da, der da sieht auch gut aus. Der sieht auch gut aus? Ja. Da war gerade einer. Ja,
Der da sieht gut aus. Warst du eigentlich schon auf dem Klo, Willi? Ja. Das heißt, du könntest jetzt eigentlich gleich Musik hören, richtig? Ja. Okay. Nicht vergessen, heute ist Schwimmen. Ja, heute ist Schwimmen, da freue ich mich schon drauf. Der da ist klasse. Der trägt eine schwere Rüstung und eine Armbrust. Das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. So genau das. Das ist genau das, was wir brauchen. Exakt. Wo hast du das Spiel angefangen? Jetzt ist nur die Frage, wie gut ist der? So, du kannst schon Zahlen lesen. Alles über 250 ist gut. Wie viel hat der hier? 2? Nein. Das kann ich nicht lesen. Dann lest die Zahlen einzeln. 280. Sehr gut. Ist das mehr als 250? Gut. My son is in first grade in school. He's pretty clever. Yes. So this guy is okay. We'll keep him. Keep moving. We have a level up. Papa, which we of course put into intelligence. Papa, der sieht nur aus. Der sieht nicht so aus. Nicht so gut? Ja. Weil der hat den Speer. Das bringt uns nichts. So. Oh ja, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Und das ist eine Die. Die heißt, kannst du schon lesen? Nein. Versuch's mal. Wir haben den J. Das ist ein J. Ja. Und dann J. Julia. Julia. Sehr gut. Julia. Aber die, warum war's denn? Wieso gibt's keinen Mann, der so aussieht? Weil den könnten wir gut gebrauchen. Wie wär's denn mit dem hier? Oh, ja. Yeah. Oder mit dem hier. Den erinnert mich an irgendwas. Ich glaube, der beste Kämpfer, den ich habe, ist gar kein Er, es ist eine Sie. Und wer ist die? Bordis. Wieso? Hier. Die hat's wirklich drauf. Wieso? Das ist die härteste Nuss, die ich habe. Was hast du da? Mhm. Die habe ich ausgesucht. Und das da sind Papas Linien, Leute. Das sieht schlecht aus. Warte, ich zeig dir mal was. Camp. Das ist Papas Armee gerade. Jetzt lassen wir sie mal alle Aufstellung nehmen. Sieht jetzt nicht so ordentlich aus. Wieso haben die eine Reihe? Haben die jetzt eine Reihe gebildet? Weil ich ihnen gesagt habe, sie sollen sich Informationen bringen. Das ist doch keine Formation. So, jetzt pass auf. Das hier sind meine Leute. Ja. Wie du sehen kannst, guter Helm. Ich steig mal kurz ab, dann sieht man es besser. So. Helm, Rüstung, Schuhe. Jeder hat? Keule. Ist das eine Keule, Willi? Speer! Was ist das? Pistole. Ein Gewehr. So, und? Schwert. Genau. So sieht die ganze Truppe aus, wenn sie voll ausgebildet sind. Und wo ist die Beste? So, das hier ist einer meiner Ritter. Wir geben mal jedem den Befehl abzusetzen. Abzusetzen.
Hm? Der hat auch eine Armbrust. Wo ist dein Pferd? Das habe ich da hinten abgestellt. Jetzt wird es mal ordentlich Zeit, dass du wieder drauf gehst. Sollen wir uns kurz hier draufsetzen? Ja. Ist jetzt nicht mein Pferd, aber es tut auch seine Arbeit. Wo ist deins? Das steht weiter hinten. Da guck mal, das ist unsere neueste Erwerbung. Die noch kein Gewehr haben, die haben einen Schild und eine Armbrust und ein Schwert, genau. Wo ist dein Pferd? Und das steht da hinten. Du meinst das Schwarze da? Ah, stimmt. Lauf schneller! Und hopp! Ja, das ist unsere Truppe. Prima. So. So, jetzt sagen wir auf Wiedersehen. Bye. Und wo gehen wir gleich hin? Freust du dich nicht? Nee, weil jetzt komme ich nicht Musik. Doch, wir hören erst Musik und dann gehen wir schwimmen. Wann? Jetzt. Jetzt gehen wir schwimmen? Nein, jetzt hören wir Musik und dann gehen wir schwimmen. Wie viel? Schauen wir mal. Sag noch Tschüss. Bye. Bye.